So, du verdammter Scheißwuchs, du hast es nicht anders gewollt. Jetzt wirst du sterben. Das ist deine Mission. Stirb, du Mistvieh. Ich hasse dich. Du verdammtes Zeug. Ich hasse dich. We Hawk LP. Du wirst ein verdammtes Arschloch. Weißt du das eigentlich? Mich so zur Schau zu stellen. Das ist doch jetzt Scheiße. Das ist doch jetzt Scheiße. Weißt du, wie Scheiße das ist? Das heißt so, jeder denkt jetzt, ich bin verdammter Spammer. Jeder denkt, ich bin ein Arschloch. Jeder denkt, dass ich verdammt verrückt bin. Na gut, vielleicht bin ich verdammt verrückt. Vielleicht bin ich auch verdammt verrückt. Aber musst du halt mit leben. Das ist nun mal so. Das ist nun mal so. Ja, stirb! Weißt du, jeder verdammte Nintendo-Charakter hasst dich eigentlich. Wusstest du das? Jeder hasst dich! Ja, versuch dich doch zu werden! Versuch dich doch zu werden! Das ist mir doch egal! Das ist mir doch egal! Du willst ja sterben! Du willst eigentlich, willst du nur sterben! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ja, stirb! Ich setze die Brutalität! Ja, niemand wird dir helfen! Niemand wird dir mehr helfen! Niemand wird dir mehr helfen! Nein, nicht sterben! Nicht sterben! So, Mama, wo steht Kraft? Ja, los, renn doch weg und löse dich raus! Renn doch weg! Ich hasse dich! Du musst sterben. Das ist deine Mission. Das ist deine Mission. Deine Mission ist es zu sterben. Wusstest du das? Ich auch noch nicht. Ja, ich werf dich weg, du Arsch. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Los, stirb. Stirb doch, Mann. Stirb. Ja, stirb du zuerst. Ich hasse dich, Ehe. Ich hasse dich. Ja, ich hab gewonnen. Und ich werde dir zeigen. Mario ist nicht der Einzige, der dich hasst. Es gibt noch viel mehr, Leute. Es gibt noch verdammt noch, Mann. Viel, viel mehr. Oder hättest du jemals gedacht, dass Yoshi dich auch so verdammt sehr hasst? So verdammt sehr, dass er dich auch nichts umbringen möchte. So verdammt sehr, dass er dich hasst. Er hasst dich. Genauso wie jeder andere Charakter. Niemand mag Fox. Weil du gewöhnt dich dran. Niemand mag Fox. Niemand mag Fox. Jeder hasst ihn. Jeder verdammte Mann hasst ihn. Jeder hasst ihn. Los, versuch dich doch zu wehren. Versuch dich doch zu wehren. Los, du hast keine Chance. Du hast keine Chance gegen irgendjemanden. Oder hättest du jemals daran gedacht, dass sie auch mal Donkey Kong gegen sich wenden würde? So, ich meine nur Donkey Kong. Dieser verdammte Affe. Oh, du meinst, du könntest ihn fertig machen. Du meinst also, du könntest ihn echt fertig machen. Das glaube ich nicht. Also, bleiben wir doch mal ganz sachlich. Also, sachlich bleiben ist für mich jetzt sehr, sehr schwer. Ich bin dabei sehr ernst. Mein Problem ist mit der Sache... Ja, du kannst ruhig Feuer machen. Das hilft dir auch nicht weiter. Also, was soll das? Ganz ehrlich, was soll das? Du bist ein einsamer Fuchs. Du mobbst deine ganzen Teamkameraden. Du mobbst so ziemlich jeden auf dieser Welt. Du opferst deinen Teamkameraden für das Wohl eines ganzen Systems. Aber was sind denn schon Leidensysteme, wenn du noch nicht mal mehr Freunde hast? Also, ich meine, ne? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Das ergibt doch keinen Sinn. Keinen Sinn. So, tschüss. Auch Donkey Kong wollte immer was dazu sagen. Vielleicht bin ich auch gerade, übertreibe ich auch gerade hier die ganze Sache ein bisschen. Kann ja gut sein. Es kann ja gut sein. Vielleicht übertreibe ich hier. Aber es ist gerade ein sehr emotionaler Moment für mich. Ich konnte gar nicht sehen, als ich dieses Video gesehen habe. Ne, das gibt's doch nicht. Also, als wäre ich so gemein zu dir, dass du gleich ein ganzes Video davon machen musst und mich gleich wieder mobben musst. Also, das geht ja nicht nur an dich, ne. Es gibt noch mehr Leute, die meinen, sie könnten hier rummobben, wie sie wollen. So wie Mr. Moore oder so. Aber nein, darauf werde ich ja jetzt nicht ansprechen, wie er meine ganze Kanal-Section regieren wollte. Ob das überhaupt Sinn macht, ich weiß es nicht. Tja, Weehawk. Als einsamer Fuchs hat man es einfach nicht leicht. Aber das lernst du hier gerade kennen. Niemand mag dich. Keiner mag dich. Keiner verdammt nochmal mag dich. Keiner mag dich. Jeder verdammt nochmal hasst dich. Ja, du hasst dich. Nein, nein. Ich hab gesagt. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Superhasen! 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 Kannst du dein Raumschiff überhaupt gegen irgendjemanden verteidigen? Mr. Star Fox McCloud? Kannst du dich auch gegen irgendjemanden verteidigen? Kannst du überhaupt irgendetwas? Ich meine, dein ganzes Team, es hat hinter dir gestanden und du hast es einfach kaltblütig umgebracht. Kannst du das überleben? Ich meine, was denkst du dir überhaupt? Niemand kann so leben. Kannst du erleben, was du willst? Kannst du echt erzählen, was du willst? Du wirst damit jetzt für immer leben müssen. Das kannst du aber nicht. Du kannst nicht damit leben. Du kannst damit nicht leben. Auch wenn du versuchst, dich hier zu verteidigen, du kannst damit nicht leben. Sogar Link. So eine neutrale Person. So eine Person wütend zu machen. Ich meine, das ist schon eine harte Arbeit. Muss ich dir sagen. Es ist echt... Wow, ich gebe dir echt Respekt in dem Sinne. Negativen Respekt könnte man schon fast sagen. Denn das, was du erreichst, ist einfach unglaublich. Und sogar Samus verachtet dich. Wer hätte das gedacht? Wir hätten doch alle einfach ganz gute Freunde werden können. Ganz normal. So, wir müssen uns jetzt gar nicht bekämpfen.
Aber du legst dich hier ja mit jedem an. Einschließlich mir, Mihawk LP. Einfach jeden. Aber, ne, du merkst es selber. So einfach bin ich nicht loszuwerden. Da gehört schon ein bisschen mehr zu, als nur ein paar blöde Tritte. Da musst du schon ein bisschen mehr machen. Oder ein paar blöde Special machen von wegen, ho ho ho, wo bleibt denn endlich dein 121er Special, uhuhu. Ich hab das so ernst gemeint, ich muss davon jetzt unbedingt ein Special machen, damit ich ihn schon ärgern kann. Ja, 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 das habe ich mir schon fast gedacht, dass so ein Mist irgendwann mal von dir kommen würde. Aber das lassen wir nicht länger gefallen. Ich schätze mal, das ist dein letzter Kampf. Dein letzter. Wart's nur ab, wart's nur ab! Ja, verreck, du Arsch! Und siehst du, egal wohin du gehst, egal welchen Ort du aussuchst, letztendlich wirst du doch nur von ihnen gemobbt. Das ist eigentlich ziemlich dasselbe, egal was du tust. Niemand wird dir helfen. Du hast ja keine Freunde mehr. Du hast sie alle getötet. Erinnerst du dich noch? Slippy einfach zurückgelassen? Oder Peppy? Er hat dir immer die ganzen Hinweise gegeben. Und was warst du mit ihm? Du weißt es. Du hast sie einfach jämmerlich verrecken lassen. Einfach so. Einfach so verrecken lassen hast du ihn. Von wegen, das ist auch noch ein weiteres Mitglied von meinem Star Fox Team. Eins, den du verschont hast, ist Falco. Und sogar Falco ist nachher abtrünnig geworden und das weißt du. Star Fox Rangers. Auf jeden Fall, was denkst du dir eigentlich? Du kannst doch nicht weitermachen. Überleg doch mal, in welcher Situation du dich befindest. Du, ne, du bist alleine gegen das ganze Nintendo-Universum. Gegen das ganze Nintendo-Universum, du kannst dich nicht mit jedem messen. Du kannst dich nicht mit jedem auf einmal messen. Du siehst es hier, du hast keine Chance. Es hat alles keinen Sinn mehr, gib auf. Du kannst jetzt aufgeben, oder du kannst hier immer schweigen. Das ist deine Sache. Aber ich schätze, ein Wolf wie du, du warst ja mal ehrenwert. Du hast ja das Leibesystem gerettet. Ich glaube, du hast auch noch ein bisschen Stolz. Und da schätze ich, gib auf. Also, gib wirklich auf, es hat keinen Sinn mehr. Es ist Zeit, den Tatsachen ins Auge zu blicken. Gib einfach auf. Ich will dich auch nicht weiter quälen mit der Sache hier. Gib einfach auf, es hat keinen Sinn weiter zu kämpfen. Es hat einfach keinen Sinn weiter zu kämpfen. Es hat einfach keinen Sinn! Ja, kapier es doch endlich! Kapier es! Okay. Und alles, was ich dir jetzt noch auf dem Weg mitgeben möchte, beim nächsten Mal werde ich dich nicht so einfach davon kommen lassen. Spätestens wenn wir das nächste, wenn wir ein Let's Play Together machen, dann wird es besonders schlimm für dich. Also, lass es doch nicht so bei diesem Hype Special und mobb doch nicht einzelne Personen wie mich, Chainsaw Man. Mobb doch mal, keine Ahnung, mobb doch irgendwelche imaginären Personen, aber doch nicht mich, ich habe dir doch nichts Großartiges getan. Außer jetzt vielleicht, wie ich dich hier die ganze Zeit verprügle, aber gut, das darfst du dir gar nicht mit da so wirklich mit hinzuziehen. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel und ich verabschiede dich mit einem... Das ist dein Ende, Star Fox. Yeah. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.